Hallo, ich bin's, Astrid. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Heute Morgen beim Frühstücken habe ich in der Zeitung eine kleine Geschichte gefunden. Eine Geschichte von einem kleinen Igel. Und die möchte ich euch heute vorlesen. Wie der kleine Igel seinen großen Hunger stillte. Eine Geschichte von Elke Bräunling. Frühling. Frühling ist etwas Feines. Es ist etwas Freundliches, sagte der kleine Igel. Zufrieden zockelte der kleine Igel durch den abendlichen Frühlingswald. Überall gab es für seine kleine neugierige Igelnase etwas Interessantes zu schnuppern. Frühling duftete fein. Und feiner Frühlingsduft macht hungrig. Hunger, sagte der kleine Igel. Ich bin so hungrig. Wo finde ich etwas zu essen? Wieder tauchte er die Nase in das frische Gras. Wo stecken sie, die leckeren Schnecken und Würmer? Schliefen sie noch? Mir scheint, meinte der kleine Igel, die Frühlingszeit ist auch wie der Winter eine Hungerszeit. Ach ja, mein Hunger ist so groß nach dem langen Winterschlaf. Und um ehrlich zu sein, ein bisschen kraftlos bin ich auch. Und ein bisschen kraftlos tappte der kleine Igel weiter zum Waldrand. Vielleicht wartete dort etwas Essbares auf ihn. Oder drüben auf der Waldwiese. Weiter und weiter tippelte er und schnupperte. Keinen Regenwurm traf er. Keinen Käfer. Keine Raupe. Und auch keine Schnecke. Graben, kleiner Igel, du musst graben. Das war eine Stimme, die kam von der großen Waldkiefer da drüben. Du musst nach Maden und Würmern graben. Die schlafen nämlich noch. Es war die alte Eule, die im Stamm der Kiefer ihr Nest gebaut hatte. Ich eigentlich auch noch, meinte der kleine Igel. Zumindest bis vor kurzem habe ich noch geschlafen. Und ich bin sehr froh, dass keiner gekommen ist und auch nach mir gegraben hat. Beim Schlafen geweckt werden und ausgegraben werden, das muss man sich mal vorstellen. Nein, das ist auch nicht nett. Und deshalb werde ich auch nicht nach einem schlafenden Wurm oder einer müden Made graben. Oh nein, das mache ich nicht. Dann bist du aber ein sehr netter kleiner Igel, sagte die Eule. Sie musste etwas lächeln. Und bald bist du auch ein hungriger Igel. Oh ja, ein ganz hungriger Igel. Eine Windbe böfögte durch den Frühlingswald und riss das einsame Amselnest vom Baum. Es war noch nicht ganz sicher auf seinem Ast. Es landete nur wenige Igelschritte entfernt auf einem Stein. Oh je, was für ein Unglück. Auch der Igel war erschrocken. Er tippelte zu dem zerstörten Nest und schnupperte. Da waren drei Eier, die die junge Amselfrau am Morgen gelegt hatte. Und die waren zerbrochen. Aus den Rissen der Eischale tropfte Dotter und Eiweiß. Oh, das roch köstlich und verlockend und so frisch. Der hungrige Bauch des kleinen Igels begann laut zu knurren. Zögere nicht, kleiner Igel, sagte die Eule. Alles im Leben hat seinen Grund. Das Amselpaar wird ein neues Nest bauen.
Und die Amselfrau wird dann neue Eier legen. Du aber kannst dich jetzt satt essen. Du hast doch großen Hunger und du brauchst Kraft nach dem langen Winterschlaf. Das hörte der kleine Igel schon nicht mehr. Längst hat er sich über die drei leckeren Amseleier hergemacht. Sein Hunger war zu groß, um noch länger zu warten. Das war die kleine Geschichte von dem kleinen Igel, der so großen Hunger hatte. Und auf Wiedersehen. Vielleicht sehen wir uns bald wieder bei einem Video-Chatting. Und dann können wir uns unterhalten über diese kleine Geschichte von dem kleinen Igel.